meine Flügel. Dann kannst du sehen, wie hoch ich flieg. Wenn du glaubst, ich bin alleine, schau noch einmal richtig hin. Viele gehen an meiner Seite, geben meinem Weg den Sinn. Einsamkeit und Gegenwind verwandeln wir in Poesie. Ja, Stoff, die verpacken. Rastlos, wie wir alle sind, folgen wir nur dem Gefühl. Der Weg ist unser Ziel. Willkommen. Harald, also ich glaube, ich möchte jetzt auch mal ein bisschen arbeiten. No. Jo, könnte sein, dass es mir nicht passt. Aber sonst... Wie hältst du das aus, dass wahrscheinlich jeder wie ich unbedingt berühren möchte? Ich bin auch so haptisch. Ich finde, die muss man auch. Ich sage lediglich bei dem Alabaster hier im Schaufenster, der ist empfindlich, den kann man auch anfassen, aber ohne Schmuck, ohne Ringschmuck. Nee. Ach, ne? Warum? Weil der sich unsichtbar macht. Nee, wegen Schmuck. Weil man Riefen reinmacht. Ach, ist der so empfindlich? Der ist empfindlich. Dann mache ich nur einmal so. Nein, du hast ja keinen Schmuck. Fass ihn richtig an. Das ist aber ein anderes Weich, ja, ne? Das ist ein bisschen kreidig, ne? Und der ist ja durchscheinend, ne? Siehst du das Tageslicht? Ja, total. Ja, ja, schön, ne? Das macht mich gerade irgendwie glücklich. Sind so die dünnsten Stellen. Ja. Ja. Der braucht Licht oder was da. Haben deine Werke Namen? Ich sehe zwar hier was, aber... Fossil, ne? Fossil. Mhm, genau. Das ist eine ornamentale Schnecke. Ich bin eine Ornamentikerin, ich komme ja aus dem Holz, ne? Ja. Die Ornamentalschnecke und auf der anderen Seite ist die das Schneckengehäuse, der Eingang. Ja. So, jetzt drehen wir dich wieder richtig hin. Ach, da gibt's kein richtig. Quatsch, ich drehe ihn auch nochmal. Von vorne und von hinten. Aber Mario, wir können ja hier Stunden verbringen. Also jetzt kriegst du mich aber so richtig. Dann ne? Koche ich doch einen Tee, ne? Ja, wir trinken gleich einen Tee. Aber sag. Wo kommt die Emotion her? Das sind, zack. Das sind die Vorwerke, ne? Zu meinem großen Fossil da draußen, ne? Ja. Ich hab's so mit Falten. Mit den eigenen. Mit dem stofflichen, mit Händefalten. Ja. Ja. Aber du kannst auch Phasen sagen. Das ist so mein Thema. Ja, aber mir geht es schon irgendwie auch um das Verhüllen. Ne? Ja, ja, ja. Aber auch das Verhüllen ist ein Prozess. Ne? Genau. In welcher Lebensphase bist du darauf gekommen mit den Falten? Mit den Falten, da bin ich ziemlich schnell drauf gekommen mit den Steinen. Das war mein erster. Ja. Hühnerbot, habe ich den getauft, weil die Steine alle Ostsee findet, ne? Ja. Mit Loch, Hühnergott stofflich ist. Ach, mich. Damit ging das so los. Ja. Und das hat mich auch nicht losgelassen. Wie gesagt, Falten beschäftigen. Das Alter. Ja, aber ich finde Falten schön. Ja, ich finde sie ja auch schön. Man darf schon mal ein bisschen an den eigenen, aber es ist ja, kein negatives. Mensch, ist doch super. Es ist kein negatives. Also ich freue mich über jede Falte, die kommt. Das sagt einfach nur, dass ich ein glückliches Leben geführt habe, weil es sind Lachfalten, keine bösen Falten, genau. Also so diese negativen, zerknirschten, sondern. Genau. Eine Falte ist ja, da kommen ja zwei positive Flächen aufeinander, ne? Das entwirft eine Falte. Ja, genau. Und ich habe ja immer so eine Stimmung, wenn etwas passiert. So eine Idee entsteht. Und meistens bei mir durch einen Schmerz vorüber. Wirklich, also durch einen Schmerz und dann muss ich da tiefen Fall und was ich dadurch lebe. Und dann stehe ich irgendwie auf. Und so, ja gut. Und das machen wir jetzt. Das wandeln wir jetzt um in etwas richtig Schönes. Eine positive Energie, ne? Genau. Und dann entsteht etwas so Schönes, dass ich im Nachhinein sage, danke, dass du doof zu mir warst. Weil sonst hätte ich das Schöne nicht, diesen Prozess nicht durchleben können.
Und ich glaube, dass jeder Künstler, der so wirklich für die Kunst auch seine eigenen Prozesse hat, eine Emotion. Ja, aber es muss ja nicht immer aus dem Schmerz kommen. Nein, um Gottes Willen. Aber das sind bewegte Momente womöglich, genau. Im Positiven wie im Negativen, genauso. Und dann ist ja das Glückliche, nochmal die glückliche Phase des Arbeiten, ne? Das Abtauchen, das komplett weg sein, ne? Das ist ja grandios. Ja, ne? Also jetzt, ach nein. Keine Zeit. Wo schaust du denn hin mit deinem Zuckerhut? Nein, bist du hübsch. Darf ich Ihren Namen erfahren? Wo ist dein Zuckerhut? Ach, dein Lupen. Hier, nein, bist du hübsch. Wie kennst du? Hä? Wie kennst du? Die kenne ich? Ja. Miss Marple. Genau. Miss Marple. Da war der Ursprung meiner Oma. Die ganz viele Ähnlichkeiten haben. Ich habe angefangen mit Tränensäcken und so. Und dann war es ruckzuck Miss Marple. Ja, ich meine, die müssen wir ja auch mal, ne? Die müssen wir auch mal aufleben lassen. Huldigen, ne? Huldigen, genau. Ja, aber Sachen, das ist ja. Dass es gibt, ne? Also ja, erstmal gibt's. Ja. Und da darf auch nichts rein, das ist fertig. Ja, genau. Die meisten glauben ja, oder viele glauben ja, dass sie dann noch alles Quatsch. Genau. Man muss genau wissen, wo man sagt, ich würde zwar gerne, aber jetzt muss ich aus. Ziel erreicht, ne? Genau. Ziel erreicht, genau. Das ist die Kür, das Aufhören, ne? Das schaffe ich schwer. Aber ich weiß nicht, ob sie glauben, was da ist. Sag mal. Das sind meine Platzhirsche? Ja. Testosteron in die. Ja! Natürlich. Dann hatte ich vor so eine Reliefphase. Ich habe sehr viel Freude gemacht. Ich habe auch schon ein paar verkauft. Ja, kann ich verstehen. Die einzige Frau dabei war Serena Williams, die Tennisspielerin, die das tatsächlich auch schafft. Ja, die ist auch gut. Kann ja, die auch genauso einhalten. Ja, genau. Die ist auch richtig, genau. Ja. Sie darf mir auch nicht entgegenlaufen. Also, da hätte ich Angst. Es ging mal um Freude eigentlich, dieses Freude zeigen. Und dann habe ich aber ganz schön beim Arbeiten auch gemerkt, und als ich so die Bilder gesammelt habe, das sind aus Zeitungen zur WM oder EM, ja. Ich weiß es nicht mehr, sind die entstanden. Da ist mir sehr klar geworden, das ist ja nicht Freude, was die da mitteilen. Nee. Das ist ja ein Dampf ablassen, ein Einpeitschen, das sind aufgerissene Münder, die sind ja alle hochdotiert. Und da steht tatsächlich viel hinter, genau, da kommt viel Energie raus, genau. Als ich dann bei der langen Kunst war, entlang nach der Kunst in Gütersloh war, so unheimlich Spaß an meinem Stand. Es war ein Samstag und ich hatte viele Männer, es waren ja, natürlich. Auch vier Männer und die kamen an. Ich habe sie alle heute so gesehen in der Sport. Aber alle. Das war sehr witzig. Ja, das war sehr witzig. Aber sie ist doch so. Oh, ja, die ist. Das Marple hat uns irgendwie in der Kindheit auch. Die ist bei sich, ne? Ja, genau. Lässt sich nicht manipulieren. War schlau. Die war schlau. Wachsam. Ganz genau. Ja, bescheiden. Hatte immer schön den Mr. Trigger dabei, das fand ich auch witzig, ne? Oh. Ich jetzt hast du was gesagt, aber das verkneife ich mir jetzt. Wir lassen sie mal eigenständig. Nur sie. Das ist mein Werkheim hier, ne? Hier gebe ich Workshops, deswegen ist das ein bisschen pragmatisch eingerichtet. Ja, hier werden die Steine bearbeitet an den Paletten, ja. Ne? Mhm. Genau. Du machst das mit dem Workshop, dann gibst du einen Kurs in der Website oder? Ich habe die auf meiner Website, genau, ja. Und ich habe die, dafür muss man schon wissen, dass ich Kurse gebe, dafür muss man mich recherchieren ein bisschen, ja, ne? Ja. Also, man muss dich finden! Ja, aber ich habe mit dir auch geschimpft. Ja, als du nein, nee, bestimmt. Ich stehe immer mal in der Zeitung und lade auch mal ein zu meinem Raum für vieles hier, in meine Kleinkunstbühne. Ich, die nicht rauskommt. Ich bin da nicht so dran. Ja, aber ich muss ein bisschen entdeckt werden. Und das ist ein passender Maßgang. Es kommen genug Leute, sodass ich Freude habe und wir alle Freude dran haben. Ja. Aber es kommt kein Bus und das ist, glaube ich, auch nee, gut. Nee, du, das passt froh, das ist schon passend. Ich denke. Das passt auch. Ja, und du kannst es ja auch sehen. Sag mal, und was ist das jetzt für ein Hof? Wo sind wir jetzt? Von Hermann Ries von Lücke. Ja. Sein Bauernhof. Und das war mal der Schweinestall. Der Schweinestall. Ja, das ist ja. Gnadenlos gute Räume, ne? Ja. Schöne Energie. Ja. Immer wieder, komm, wir sehen uns gleich. Und freuen uns. Oh nein,
Fachhochschule. Dann habe ich mal einen Zugang zu. Ich habe auch studiert in Bielefeld an der Fachhochschule. Und die Tische sind von da. Da habe ich dran gezeichnet damals im Studium. Ich wollte gleich fragen, wo kriegen wir gebrauchte Tische her? Weil ich bin ja auch so ein bisschen, ach, alles was so schön gebraucht ist und schon Geschichte hat. Genau. Schöne Patina, ne? Ja. Bringt auch Energie mit, ne? Und vor allem, wenn man mal selber dran gesessen hat, das ist ja witzig, das fühlt sich sehr witzig an. Ja, das sollte alles so sein. Das ist alles passend gekommen, als ich die Röntgenpferde bekam, ist diese lange Werkbank auch nicht zugekommen. Ne? Die Trainer, genau. Mario, wir müssen auch wieder rein. Ja. Dürfen wir den Tee, wenn ich wieder lang? Hast du noch eine Botschaft für die Hier etwas an die Kamera laden, dass sie sich vielleicht? Good afternoon, Europe! Ist unser Ziel. Und wir stehen niemals still. Der Weg ist unser Ziel. Wir stehen nicht mehr still. Ich denk an meine dunklen Tage. Die schwere Zeit vergesse ich nicht.